Was? Was passiert jetzt? Was ist das denn? Und damit kommen wir jetzt zur Herkunft des neuen Brawlers, und zwar Buzz. Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, im heutigen Video geht es mal wieder um die Herkunft der Brawler. Das heißt, wir schauen uns Brawl Stars Animationen an, die sich mit der Theorie beschäftigen, woher eigentlich die verschiedenen Brawler kommen oder wie sie entstanden sind. Dabei haben wir heute auch direkt die beiden neuen Brawler dabei, also zum einen eben Buzz und natürlich auch Griff. Da bin ich sehr gespannt, was man da eben Theorien hat, weil die beiden sind ja auf jeden Fall auch sehr spannende Charakter. Ich würde sagen, wir starten rein. Ich hoffe, wir werden spannende Animationen sehen. Alle Originalvideos sind wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und danke für jeden Support auf alle Reaktionen. Also der Support auf die Folgen ist echt unglaublich. Dafür vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit legen wir los und kommen zur Herkunft von Saloon 8-Bit. Saloon 8-Bit ist ja noch ein relativ neuer Skin, also ich bin gespannt, was wir hier sehen werden. Und starten rein mit Jessie, die hier scheinbar auf irgendwas Hunger bekommt, aber kein Geld dabei ist. Sie will sich eigentlich Kuchen kaufen. Ich frage mich jetzt hier, wie wir jetzt hier auf 8-Bit kommen. Und wir sehen einfach Barclay, der passenderweise diese Kuchen backt. Die kennen wir auch aus dem Spiel. Das ist ein toller Skin. Okay, und Jessie läuft einfach rein und nimmt sich den Kuchen und klaut ihn. Und Barley ist sauer und es passiert gar nichts. Perfekt. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Vorbild an der Stelle. Einfach, wenn man Hunger hat und kein Geld hat, einfach einbrechen. Und jetzt ist es nachts und... Was? Jessie geht jetzt hier in einen verlassenen Saloon rein. Und auch Buckley ist immer noch wach, scheinbar. Okay, sie nimmt eine Taschenlampe auf. Und durchsucht den verlassenen Saloon. Aber wie kommt sie jetzt auf diesen Saloon? Keine Ahnung, einfach so vorbeigelaufen. Und dort trifft sie auf ein Klavier. Und wir können uns schon denken, dass das irgendwas mit Saloon 8-Bit zu tun haben könnte. LOL! Und das Klavier scheint verflucht oder Magie zu haben und scheint von alleine zu spielen einfach. Und Jessie überlegt sich überhaupt nicht, sondern freut sich einfach. Perfekt. Und umarmt das Klavier, okay. Oder das Piano ist es eher, oder? Ich weiß es gar nicht. Nächsten Morgen. Wir sehen Jackie, die mit ihrem Bagger losfährt. Oh nein, die wollen bestimmt das abreißen. Nein. Ja, sie fährt einfach mit dem Bagger dagegen. Also so reißt man aber kein Haus ab. Da kommt normalerweise so eine Abrissbirne oder sowas, ne, zuerst. Wie soll das denn funktionieren? Und Jessie kann gerade noch aus dem Saloon rausflüchten, aus dem Alten. Oh nein, der Saloon ist natürlich jetzt kaputt. Aber was ist mit dem Klavier? Sie durchsucht die Ruinen. Nein, und Jackie kommt nochmal. Nein! Nicht gut, gar nicht gut. Aber sie schafft es rechtzeitig. Und findet hier die Bruchstücke jetzt vom alten Klavier. Ah, und zu Hause hat sie sich so eine Maschine mit 8-Bit schon mal zusammengebaut. Lol, und jetzt kombiniert sie die Bruchstücke vom Magie-Piano und baut sie zusammen mit 8-Bit zu Saloon 8-Bit. Und so ist Saloon 8-Bit entstanden. Das war so ein magisches Klavier einfach, das sie zusammengebaut hat mit der Maschine. Es geht weiter mit der Herkunft vom... Wie heißt denn der eigentlich? Bösewicht B-Skin. Das ist dieser dunkle B-Skin. Und wir sehen jetzt hier, wie B zum Bösewicht geworden ist. Ich bin mal gespannt, was wir sehen werden. Also B ist hier scheinbar im Gewächshaus von der Boxerin und hat eine Rose mitgebracht. Und beide freuen sich, wie schön die Rose ist. Und auch die Bienen scheinen sich zu freuen. Es geht ziemlich plötzlich. Jetzt ist Nacht und die beiden schlafen in Ruhe. Und im Gewächshaus tritt eine... Was? Nein, auf Bier tritt eine dunkle Flüssigkeit aus. Hä? Was war denn das für eine dunkle... Also ist ins Gewächshaus eingeschlagen und ist dann eine dunkle Flüssigkeit auf Bier getroffen. Was soll denn das für eine Flüssigkeit jetzt sein? Wo kam die jetzt her? Und überall ist diese geheime Flüssigkeit, die durch den Blitzschlag auch entstanden ist. Und hat auch die Rosen getroffen. Was? Und die Flüssigkeit greift einfach nach der Boxerin. Was? Was passiert jetzt? Und verschlingt einfach die Boxerin? Das scheint so eine verfluchte Flüssigkeit zu sein. Die jetzt die Boxerin in eine Unterwelt scheinbar gezogen hat. Und dort trifft sie auf so einen Bösewicht und kann das nicht fassen. Was macht Bee? Und auch die Biene wird wahrscheinlich jetzt verwandelt. Genau, dachte ich schon. Die Biene verwandelt sich jetzt auch direkt in eine böse Biene praktisch. Und jetzt sticht die wahrscheinlich Bee, oder? Man kann sich schon denken. Mal schauen. Ja, die Biene dreht es komplett durch. Was ist das denn jetzt? Und hypnotisiert hier Bee. Und sie wird komplett von der bösen Flüssigkeit übernommen. Und wird so zu Bösewicht Bee. Aber was passiert mit der Boxerin denn jetzt? Okay, sie springt in die Unterwelt.
und muss es hier Bee retten vor dem Monster. Was jetzt? Okay, Bösewicht Bee ist angekommen in der Unterwelt und muss es hier die Boxerin retten. Aber sie ist ja eigentlich böse, also eigentlich müsste die Boxerin ja im Stich lassen, aber scheinbar kann sie sich immer noch hier daran erinnern, dass sie ihre Freundin ist. Und greift das Monster an und die Boxerin landet auf dem Boden. Und sie schickt ihre bösen Bienen im Kampf gegen das Monster und kann es schaffen, es scheinbar so zu besiegen. Aber wie geht es weiter? Wird das Bee wieder zurückverwandelt? Ja! Oh mein Gott. Okay, und beide verschwinden, denn diese ganze Kraft ging scheinbar von diesem bösen Monster aus und damit haben sie das Monster besiegt und legen sich wieder in den Arm. Oh, aber immer noch... Oh nein, aber immer noch ist Flüssigkeit bei der Boxerin. Und so endet die Story. Krass. Wir machen weiter und kommen zur Herkunft von Quick Draw Edgar, also vom Wilden Westen Edgar. Wie der entstanden ist, werden wir uns jetzt anschauen. Und wir sehen, dass hier in Colettes Freundebuch ein Sticker fehlt, und zwar der für Poco, den sie natürlich bekommen möchte. Sie weint direkt und Edgar kommt auf eine Idee. Und zwar... Wahrscheinlich sollen sie einen Brief schreiben, oder was? Nach Mexiko! Ah, okay, Poco kommt doch passenderweise aus Mexiko. Ah, das sind scheinbar Flugtickets und die beiden sind wahrscheinlich zusammen und fahren jetzt dorthin. Oder fliegen wahrscheinlich dorthin. Und kommen jetzt hier in Mexiko an mit dem Ziel, den Sticker für Poco zu finden. Den fehlenden. Und die beiden sind jetzt hier schon in einer Art wilder Westen-Umgebung, kann man das so sagen? Und gehen jetzt hier in eine Art Wüste und dort kommen sie an in Mexiko. Willkommen in Mexiko. Auch so Chilischoten auf dem Schild und beide sind sehr glücklich. Und nicht vergessen, das Ziel ist, den fehlenden Sticker zu finden. Also wie kann man es... Aber wir können es euch schon denken. Wir sind schon im Wilden Westen und wir haben Edgar, das passt schon. Und er findet dort passenderweise einen Sombrero, so heißen die, glaube ich, den wir schon vom Skin kennen. Lol, und dort findet ihr auch die komplette Ausrüstung für Quick Draw Edgar. Okay. Und die beiden kommen jetzt hier... Was? An den Stand? Verkaufen die das jetzt, oder wie? Nein, okay, ich dachte kurz, sie klauen es einfach und essen einfach alles komplett auf. Hey, sie gehen einfach zu irgendeinem Strand und essen einfach alles auf. Oh, aber es ist eine Chilischote. Oh je, das war nicht so schlau. Oh mein Gott. Nein! Okay, das war, glaube ich, echt nicht so schlau. Okay, Edgar nimmt sich mit dem Schal erstmal einen kompletten Wassereimer und verschlingt ihn. Und, oh, Colette macht genau dasselbe. Hat die jetzt auch Probleme? Oder kommst du darauf klar? Colette scheint es nicht zu stören, ne? Colette war es einfach in Ordnung. Das Ziel ist aber eigentlich immer noch, dass die beiden zu Poco kommen. Und dort sehen wir schon die Bühne, die wir auch aus Brawl Stars kennen, von den Maps, von der Location. Und dort sehen wir Poco als Musiker, der praktisch seine eigene Aufführung hat. Lol, und jetzt? Was? Trifft Colette ihn einfach mit einem Angriff und sammelt so den entscheidenden letzten Sticker. Und alle buhen sie aus. Und sind wütend, weil sie Poco eingesammelt hat. Und alle rennen weg. Und nur Edgar steht da und supportet sie noch. Sehr romantisch. Und die beiden fahren glücklich nach Hause. Und alle sind unzufrieden, außer die beiden. Das ist ja richtig geil, weil Poco ist verschwunden. Das Publikum ist unglücklich, aber die haben ihren letzten Sticker. Und so ist Edgar wahrscheinlich dann zum wilden Westen Quick Draw Edgar geworden. Und damit kommen wir endlich zur Herkunft des neuen Brawlers. Des ersten neuen Brawlers. Und zwar Griff. Ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Wir wissen, dass da Griff der Chef des Starshops eigentlich ist. Aber wir befinden uns jetzt hier schon mal im Fanshop. Aber Griff scheint noch nicht zu existieren. Wir sehen nur Edgar. Wir haben gerade Colette gesehen. Lol. Und sehen auch, dass wir hier eine krasse goldene Spike-Statue haben, die auch Edgar auf gar keinen Fall verkaufen möchte. Aber Colette jetzt hier als Verkäuferin sagt nein. Und wahrscheinlich muss er die Statue verkaufen, obwohl er es nicht möchte. Lol. Und auch Spike arbeitet im Fanshop. Er verkauft auch seine eigenen Artikel praktisch. Hä? Was ist das denn jetzt? Edgar denkt sich auch nur so, oh je. Er ist total geschockt und Spike denkt sich so, geil, muss ich kaufen. Und geht einfach weg. Und da sehen wir auch schon die, wie kann man sagen, die Kasse, aus der eigentlich Griff entstehen müsste. Und auch der Boxer kauft sich hier Fan-Merch und zwar zieht er sich als Max. Oh, was ist das denn? Was? Okay, das ist absolut komisch. Einfach jetzt hier. Lol! Und er rennt vorbei. Ich dachte, er wird nicht bezahlen wollen, aber er hat auch bezahlt. Und wieder nehmen sie gutes Geld. Dann als nächstes ist Ems dran. Aber wie kommt das Griff da zustande? Ich meine, wir sehen nur die Kasse. Wir sehen, dass Colette hier den Shop im Griff hat. Oh, lol! Und wir sehen auch Ems, die natürlich hier sich komplett ausstattet und auch zu Super-Fan-Ems wird in dem Shop. Und Edgar ist auch, wie man sieht, völlig begeistert von ihr. Und lehnt es sogar ab, das Geld anzunehmen. Oh je, das wird aber...
Oh, das wird wahrscheinlich Colette nicht gefallen. Edgar lässt einfach komplett bestechen. Hier macht auch noch ein Foto und nimmt gar kein Geld für das Ganze an. Kann er froh sein, wenn Colette das Ganze nicht mitbekommen hat. Dass er hier kein Geld genommen hat. Als nächstes haben wir den reichen Rico. Der ist sogar schon ganz gut ausgerüstet. Oh, und er will die Spike-Statue, aber Edgar sagt nein. Und Rico ist natürlich reich und kommt mit einem riesigen Geldsack. Und verkauft die Statue. Durfte er das jetzt? Eigentlich wollte er sie doch nicht verkaufen. Und die goldene Spike-Statue ist verkauft. Und jetzt bin ich gespannt. Edgar hat einen riesigen Geldsack bekommen dafür. Und Colette? Oh nein. Ah, man durfte die Statue nicht verkaufen, so wie es aussieht. Oh mein Gott, und Colette rastet richtig aus. Oh je. Oh je, oh je. Oh, und Edgar muss erstmal dem Angriff jetzt ausweichen. Oh lol, und der Angriff von Colette trifft einfach die Maschine. Was? Und Griff entsteht? Ernsthaft? So schnell geht das? Einfach ein Schuss auf die Kasse von Colette und direkt ist ein neuer Brawler entstanden. Oh, das ist jetzt. Oh mein Gott, und Griff ist natürlich extremst aufs Geld ausgerichtet als Kasse und nimmt sich direkt den Geldsack von Edgar. Und so ist es hier einfach Griff entstanden, okay? Und damit kommen wir jetzt zur Herkunft des neuen Brawlers, und zwar Buzz. Buzz ist ja der neueste Brawler aktuell. Und ich bin sehr gespannt, weil ich Buzz auch noch ein bisschen spannender finde als Griff persönlich. Und wir sehen hier schon mal Sandy in einer Sandburg. Wir wissen ja, dass Buzz so eine Art Strandwächter ist, der eben drauf aufpasst, dass eben niemand ertrinkt, müsste es eigentlich sein. Und wir sehen Jessie greift mit ihrem Geschütz erstmal die Sandburg von Sandy an. Also das war jetzt extrem assi direkt. Okay. Dann haben wir auch Cold. Wir müssen auch eigentlich Pam sehen, oder? Was gibt's noch für Wasserskins? Da ist Pam schon. Aber die ist viel dünner als im Spiel auf jeden Fall. Schaut nochmal hin. Und jetzt sieht er, dass Pam doch nicht so dünn ist. Ach komm, das ist aber auch gemein. Die arme Pam. Lol, und da sehen wir zum ersten Mal Buzz. Buzz ist hier schon mal als ganz normaler Besucher da. Der einfach normal auf seinem Surfbrett fährt. Die Frage ist, wie ist er jetzt hier zum Strandwächter geworden. Und er schüttelt an der Palme und kriegt erstmal eine Kokosnuss dafür. Oh nein, das ist keine Kokosnuss, das ist eine Krabbe. Okay, das ist nicht so glücklich gelaufen. Die Krabbe hat ihn erstmal hier in den Schwanz gebissen. Eine Weile später passiert das hier, okay. Er findet etwas. Ah, er findet eine Pfeife schon mal an der Seite. Und entscheidet sich einfach spontan, so ein bisschen den Strandwächter zu spielen, scheinbar, ne? Einfach, weil er eine Pfeife gefunden hat, geil. Oh, jetzt geht's los. Der Boxer will hier fahren und fährt auf eine riesige Welle zu. Und auch Ems ist am Start und wird von der Welle erfasst und beide sind jetzt im Wasser in Gefahr. Okay, das ist eigentlich direkt der erste Auftritt. Eigentlich ist er, glaube ich, kein Wächter jetzt bisher gewesen, aber er hat sich ja diese Pfeife genommen. Und jetzt muss er sich beweisen als Strandwächter. Er geht los mit seinem Surfbrett und wirft es auf die beiden drauf. Oh nee, er wirft es nur auf Ems drauf. Er lässt den Boxer einfach im Stich. Was ist dem Boxer? Und alle haben immer nur Augen für Ems, machen jetzt hier Bilder mit ihr. Der Boxer? Die vergessen ihn einfach. Nein, oder? Aber Pam kommt, Pam! Eine Stunde später. Und ja, Pam rettet ihn, oh mein Gott. Aber die sind irgendwie alle ziemlich fixiert auf Pam immer. So, Pam muss ihn jetzt hier wiederbeleben. Schon so halb scheinbar. Und der Boxer zahlt es ins Gesicht von Pam und schaut. Die haten ja alle extrem. Pam! Nein! Und der Boxer springt daraufhin einfach wieder ins Wasser. Oh mein Gott. Und das ist Ende. Alter, die arme Pam in der Folge wieder richtig gemobbt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo da lassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.